Das hier oben ist doch keine normale Gleichung. Nee, das ist eine Bruchgleichung, eine etwas einfachere, und wir zeigen euch mal, wie man die löst. Das ist gar nicht so schwierig. Ihr müsst fit sein in Brüche kürzen. Wir rechnen auf beiden Seiten mal diesem Ausdruck hier, x plus 1, und dann passiert was sehr Gutes, nämlich auf der linken Seite haben wir dann da stehen 2 mal x plus 1 durch x plus 1, und das können wir dann wegkürzen. Dann haben wir das Problem schon gelöst, und auf der rechten Seite haben wir dann stehen 4 mal x plus 1 durch 10. Jetzt wollen wir hier natürlich die 10 wegbekommen. Wir rechnen auf beiden Seiten mal 10. Dann haben wir da stehen 2 mal 10, das sind 20, sind gleich 4 mal x plus 1. Multiplizieren wir direkt aus. 4x plus 4. Und ab jetzt ist ganz einfach minus 4 rechnen. Dann haben wir 16 gleich 4x geteilt durch 4. Ergebnis: x muss gleich 4 sein. Hattet ihr es richtig? Verzeiht mir, dass ich hier keine Äquivalenzzeichen gemacht habe. Die Zeit war nicht da. Mathe kann jeder, wir wollen es beweisen.